Wir nähern uns dem Ende. Heute geht es nämlich mit Wiggler in den vorletzten Grand Prix Cup. Zwei haben wir noch. Special Cup und Blitz Cup. So, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Go-Kart, sind wir mit dem schon gefahren? Ich glaube nicht. Nehmen wir mal dich mit den... Kleinreifen. So... Genau, Spezialcup ist heute der vorletzte Cup, dann gibt es nächste Folge noch den Blitzcup und die Battle Modi. Und dann ist dieses Projekt schon wieder vorbei. Es geht unglaublich schnell. Deswegen starten wir auch direkt rein. So gefühlt habe ich halt gestern erst die allererste Folge aufgenommen und geschnitten. Und jetzt geht es tatsächlich schon in den vorletzten Grand Prix. Dann haben wir noch eine Folge im Grand Prix-Modus. Und dann haben wir noch... Kommt darauf an, wie umfangreich das wird, ein oder zwei Videos mit dem Battle-Modi. Weil es gibt da, glaube ich, schon sehr viele Arenen. Deswegen kann es gut sein, dass es zwei Folgen geben wird. Eine extra Folge für den Ballon-Modus und eine für den Münz-Modus. Lol. Macht der Wiggler da einen auf Sonic? Seine Arme... Kartkombination ist dann mal der letzte Dreck. Ach du Scheiße. Okay, was habe ich mir da für eine Kartkombination zusammengestellt? Das ist ja kompletter Schmutz. Ach du Scheiße. Okay, das wird noch eine Herausforderung. Das Driften da am Anfang hat auf jeden Fall überhaupt nicht funktioniert. Keine Ahnung, was da los war. Mittlerweile ganz gut voran. Schalger liegt aktuell vor uns. Das kann auch ganz schnell wieder ändern. Oh mein Gott, das war so gerade eben auf der letzten Kante. Ich erlebe sehr gefährlich hier mit diesem Kart. Mit diesem Kart-Kombination. Gott, das war einfach schon wieder die erste Runde, wie schnell das einfach immer geht. Wie schnell das einfach immer geht. So, dann gehen wir natürlich wieder den kurzen Weg. So, wir haben nicht viel Vorsprung, deswegen Konzentration. Kann man zwar, denke ich, deutlich besser aufholen, zum Beispiel noch in der letzten Folge in der Kalimari-Wüste. Dennoch wollen wir es ja jetzt nicht auf die Spitze treiben. Ich hätte dann auch gerne mal wieder so eine entspannte Folge. Weil die letzte Folge und die drittletzte Folge waren ja... Ja. Sehr stressig. Und bei der drittletzten Folge habe ich es ja nicht mal... Habe ich es ja sogar nicht mal geschafft. Den Goldpokal zu holen, das einzige Mal. Vorstellen. Dann hatten wir ja in der letzten Folge gefühlt denselben Verlauf. Bis auf eine kleine Änderung, die es dann wieder möglich gemacht hat, dass ich auch noch den Goldpokal holen konnte. Aber der Anfang, ne? Die ersten beiden Rennen waren halt exakt gleich. Gott, was tue ich? Ja, und so schnell kann man sich mal eben den ersten Platz zerstören, wobei ich direkt dahinter bin. Und dadurch tatsächlich mir den ersten Platz direkt wiederholen kann. Dann habe ich mir halt jetzt meinen Vorsprung zerstört. Das ist halt jetzt nicht so schön. Aber ich denke, damit kann man umgehen. Trotzdem dumm, wie ich da schon wieder den Abstand runtergefallen bin. Naja. Feuerbälle haben wir zum Glück nicht zu interessieren, weil es so viele Kurven gibt. Und die Kurven kommen auch in recht kurzen Abständen. Auf die Weise schaffen wir es, uns von den Feuerbällen zu entfernen. Schalger holt auf mit der Abkürzung hier. Das ist nicht so nice. Wir haben aber eine Red Shell und eine Banane in der Hinterhand, das ist das Gute.
Sehe ich das richtig, dass dieses Jahr keine Gegner kommt? Oh nein, er hat einfach einen Pilz, den er nicht zündet. Warum zündet er seinen Pilz nicht? Lol. Der könnte mich damit wahrscheinlich einfach überholen, ne? Dann nicht. Dann fahre ich als erster ins Ziel. Gab einen kurzen Aussetzer mit dem einmal, wo ich runtergefallen bin. Aber ansonsten war das entspannt. So, das war auf jeden Fall ein Cup mit schwierigen Strecken. Rosalinas Eispalast auch alles andere als eine einfache Strecke. Hier wird es jetzt meine Aufgabe sein, mich zu behaupten. Das ist ganz klar. Ja, und dann sehen wir mal weiter, ne? Fahren wir erstmal die erste Runde. So, ich bin jetzt vorsichtiger geworden, auch was den Fehlstart angeht. Damit mache ich es mir natürlich am Anfang immer unnötig schwer. Deswegen, was das angeht, natürlich auch mittlerweile darauf achte, nach Möglichkeit vorsichtiger zu machen, lieber einen normalen Start, falls ich zu spät drücke, als einen Fehlstart. Das ist für mich eine ganz klare Sache. So, dann geht's hier in die Kurve. Und hier die Abkürzung natürlich diesmal auf der linken Seite. Und die ist natürlich immer ein gewisses Risiko in dem Sinne, dass man schön vorsichtig fahren muss. Aber ich habe es hinbekommen. Und fahre damit auch als erster am Ende der ersten Runde über die Ziellinie. Trotzdem, Yoshi ist dicht hinter mir. Das muss ich bedenken. Die Stelle ist auch immer ganz gefährlich. Sehr schön. Hat aber funktioniert. Ach nein, jetzt kommt hier der Blue Shell. Ja, sicher, jetzt ist er schon weit gefahren. Nein, fahr doch. Fahr, nicht noch weiter überholen lassen. Nicht noch weiter überholen lassen. Muss wieder Tempo aufbauen. Ganz wichtig. Darf nicht zu viel. Hä, wie kann Yoshi denn jetzt auf einmal schon so weit vorne sein? Die ganze Zeit hatte ich noch so. Waren wir die ganze Zeit dicht beieinander? Und kaum werde ich getroffen. Ist der auf einmal. Hat auf einmal mega viel Vorsprung. Wem willst du das eigentlich erzählen? Hm? Wer möchte das erzählen? Das war dumm. Trotzdem kommen wir wieder ran. Gut, in der zweiten Runde schaffen wir es nur als zweiter ins Ziel. Das ist ein unfassbar enges Rennen. Wir kommen aber wieder gut an Yoshi dran. Okay, scheint es, als wenn wir ihn jetzt so überholen können gleich. Yes. Und er fährt rein. Dann schmeißen wir natürlich auch noch Feuerbälle nach hinten. Haben aber irgendwie gefühlt niemanden getroffen. Warum auch? Ja, sicher. Jetzt prall ich dagegen. Also entweder komme ich da drauf oder komme da drunter. Aber hier bitte nicht dagegen prallen, ja? So, ein letztes Mal in den Eisbereich. Bowser ist dicht hinter mir. Da ist schon wieder eine Blue Shell. Lass mich jetzt extra zurückfallen. Ja, sicher, sie wird schon wieder auf den Schlag. Es ist doch so zum Heulen. Und das ist wie in der letzten Folge. Zwei Blue Shells, die meine Träume beenden. Platz 5, Platz 4. Erstmal war es wahrscheinlich nicht, ne? Er fährt über die Ziellinie und deswegen wird es nur der zweite Platz. Ja!
Wieder ist uns das Ganze nicht gegönnt, hier einen Goldpokal mit 3 Sternen zu holen. Naja, egal. Jetzt habe ich auch weiterhin nur 2 Punkte Vorsprung. Dafür ist Shy Guy ein bisschen abgefallen, aber dafür ist jetzt Bowser mein direkter Konkurrent. Und er hat jetzt Heimvorteil in seiner Festung. Gott, hier habe ich beim letzten Mal auch ordentlich in der ersten Runde mir meinen ganzen Vorsprung zerstört. Da war ich auch mit bei der Spitzengruppe, bin dann unnötig in die Lava gefallen. Musste dann in den letzten beiden Runden alles aufholen. Ich hoffe, dass ich auch hier das Ganze wieder besser gestalten kann. Ja, und dass ich vielleicht nicht mal dieses Mal nicht so extremes Blue Shell Pech habe. Würde mir zumindest gefallen. So, er sollte fahrt euch da unten lang, egal. Natürlich schnappt er mein Item weg und setzt es direkt gegen mich ein und direkt bin ich wieder da hinten. Ja, es ist schon eine komplizierte Situation. Und hier bin ich letztes Mal dann runtergeflogen. Das mache ich dieses Mal besser. Dafür mache ich das nicht gut. Aktuell steht Platz 2. So. Natürlich nehmen wir auch hier die Schanze. Lass mich durch, Shy Guy. Oh Mann. Das gibt's doch nicht. Dann nehmen wir den engen Weg. Und den Weg. Okay, sehr schön. Okay, Bowser wird jetzt auch getroffen. Wie muss das? Komm, wir kriegen. Ah, nein! Okay, alles gut. Wir wurden nicht getroffen, weil ich wollte gerade abbremsen. Aber passt. So, jetzt fahren wir mal oben lang. Oder auch nicht. Egal. Egal. Konzentration. Wir haben aktuell den Platz 1. Dieses Mal hatten wir Blue Shell Glück. Da Bowser getroffen wurde. Jetzt geht das Ganze natürlich gut zu Ende zu fahren. Und bitte lass mich nicht weiter hier gegen fahren. Okay. Er schicht jetzt natürlich seine Red Shell ab. Soll er machen, ich habe Schutz. Und Folgeschutz. Und jetzt aber nochmal einen weiteren Folgeschutz. Aber mein Folgeschutz natürlich nicht ist. Jetzt ist er erst recht weg. Und so wird die anderen ihre Items hoffentlich auch verlieren. So. Ach, als ob jetzt hat Bowser die Blue Shell. Weil aktuell auf dem letzten Platz ist. Ja, wenn ich das jetzt in der Luft mache, ne? Nein! Hast du schon gefahren. Die flogen mal nicht. Okay, jetzt werden wir hier einmal überholt. Ist gut. Vorsprung ist wieder weg. War ja klar. Dritte Blue Shell jetzt schon in diesem Cup. Mal schauen, ob noch eine kommen wird. Dann heul ich aber. Dann heul ich aber. Was ist denn jetzt schon wieder? Weg. Und letztes Mal. Ey, da kommt echt nochmal. Und schon wieder Bowser. Ey, der wollte mich doch komplett verarschen.
dreh durch. Nein, Shy Guy. Kannst du vergessen. Und Bedu schießt ihn nach hinten ab. Wehe. Überhol dich jetzt, bitte. Überhol ihn, überhol ihn, überhol ihn, überhol ihn. Yes. Boah, das war schon wieder ganz schön knapp. Ja, 4 Blue Shells, möchte ich nur sagen, ne? Nur das wären 5 gewesen, wenn ich da, wo Bowser erster war, nicht zweiter gewesen wäre. Muss man sich mal vorstellen. Und jetzt kommt es wieder zum finalen Showdown auf der Rainbow Road. Die berüchtigte Rainbow Road. Ach ja, so ist das. So, Bowser ist, glaube ich, wieder weg vom Fenster. Shy Guy wird wieder direkter Konkurrent. So, es geht ein letztes Mal in diesen Cup an den Start. Shy Guy macht direkt Druck. Ich will mich natürlich vom ersten Platz verdrängen. Also der Anfang hier ist halt noch der entspannteste Bereich dieser Strecke. Hier kann man noch nicht so viel falsch machen, meiner Meinung nach. Ja, sagte er und fliegt dann runter. Auf den 5. runtergefallen. Shy Guy ist aber auch letzter. Kurz vor Ende des ersten Abschnitts schiebt mir dann noch dieser Patzer. Alles gut. Ruhig bleiben. Ruhig bleiben. Ganz wichtig. Ja, hier bringt mir jetzt der Stern natürlich gar nichts. Gehe ich direkt auf den Boden zurück. Hoffen, dass ich mir auch der Stern ist abgelaufen. Stern hat er dann so gesehen nicht mehr gebracht, ist aber okay. So, ich muss jetzt mal die Schleunigungsstreifen mitnehmen. Und wir arbeiten uns auf Platz 3 zurück. Was war das bitte jetzt schon wieder? Für ein Betrug. Ja, da seht ihr mal wieder die Gefahren der Rainbow Road. Hier kann es ganz schön zugehen. Auch hier ist es noch nicht verloren. I won't give up. Aktuell auf Platz 3. Platz 5. Shy Guy wurde getroffen. Sehr wichtig. Sehr wichtig. Auf geht's. So, Platz 1 ist scheinbar schon ziemlich weit davon. Wenn ich das sehe. Wenn ich das richtig sehe. Ich sehe halt nur Rosalina vor mir und die ist Zweiter. Deswegen kritisch. Wieso überholen mich schon wieder alle? The fuck? 4, 3, 2. Ich sehe nur Platz 2. Ja, Luigi ist da hinten schon. Überhole ich wahrscheinlich nicht mehr, ne? Scheiße, überholt mich auch, weil ich das auch dann jetzt nicht mehr meinen Sieg verspiele. Meinen ersten Platz. Solange wir vor Shy Guy sind. Okay. Nicht vor Shy Guy. Doch, wir sind vor Shy Guy. Aber nur 5. Oh Gott.
Ja gut, das war kein souveräner Cup, aber immerhin Platz 1. Das ist, glaube ich, dann am Ende noch das Wichtigste. Wird wahrscheinlich nur Goldpokal mit einem Stern wieder. Oh, Scheiger ist einfach noch von der Top 3 runtergehauen worden. Gibt's ja gar nicht. Tja, jeder Punkt ist eben wichtig. Wie man sieht. Und so wurde Scheiger noch verdrängt. So kann es manchmal laufen. Wir können uns aber Platz 1 sichern, auch wenn es absolut souverän war. Sah nach dem ersten Rennen nicht so aus, als wenn das Ganze so unglaublich anstrengend wird. Im zweiten Rennen dann schon nicht mal den ersten Platz. Im dritten Rennen dann wieder den ersten Platz. Im vierten Rennen dann wieder nicht. Aber am Ende steht der Goldpokal und das zählt. Goldpokal mit einem Stern, denke ich. Sie. Das war die vorletzte Folge im Grand Prix-Modus. In der nächsten Folge wartet noch ein letzter Cup und dann, wie gesagt, die Battle-Modi, Ballon, Ballerei und Münzjagd. Dann endet das Projekt und ich sage wieder einmal danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge.